Schon tanzen sehen, Sotaki haben sie drauf. Jetzt können sie gleich noch einen neuen Tanz lernen. Kizomba heißt der. Viele werden ihn gar nicht kennen, aber in den Clubs ist er sehr angesagt, in vielen Tanzschulen auch. Und heute Abend beginnt in Berlin in der Kulturbrauerei ein Festival über 4 Tage, wo es nur um diesen Tanz geht. Jana Falkenstein ist für uns dabei. Guten Abend, Jana. Was ist denn so ein typischer Move bei Kizomba? Ich gebe euch erstmal 2 Stichworte. Lässig, sinnlich. Und die lässig-sinnlichen Moves, die sieht man hier auch schon ein bisschen. Dieses Festival, das Kizomba-Festival, beginnt hier mit einem Einsteiger- bis Profikurs. Alle dürfen mitmachen. Und bei vielen sieht es schon ganz gut aus. Und es ist so ein naher Tanz. Darf ich ganz kurz stören? Entschuldigung. Wie lange tanzen Sie schon Kizomba? Seit ungefähr 3 Monaten. Und wie sind Sie dazu gekommen? Ich habe früher Salsa getanzt. Und die Musik ist einfach toll. Viel Spaß. Ja, weitermachen. Es geht sehr eng zur Sache beim Kizomba. Hier in Berlin ging es damit ungefähr 2013 los, hier im Soda Club in der Kulturbrauerei tatsächlich. Die Wurzeln des Tanzes liegen aber ungefähr 7000 Kilometer südlich vom Prenzlauer Berg. Kizomba entwickelt sich Ende der 80er in Angola. Eine Mischung aus Tango Argentino und afrikanischen Tanzstilen. Übersetzt bedeutet Kizomba so viel wie Fest oder Unterhaltung. Afrikanische Einwanderer brachten den Tanz nach Portugal. Von dort breitet er sich als afrikanischer Tango auf den Tanzflächen Europas aus. Und er ist der Instructor heute Abend, genau. Leslie Ando Wilson, genau. Tanzschule in Bremen. Und in Bremen. Sie unterrichten auch ganz viele andere Tänze. Wie gefragt genau. Ist denn Kizomba? Kizomba ist sehr, sehr, sehr gefragt in Bremen. Und in Bremen und umzu, also Hannover, Hamburg. In Hamburg gibt es eine etwas größere Szene als in Bremen, aber in Bremen sind wir auch gerade dabei. Und warum mögen die Leute Kizomba? Aus unterschiedlichen Gründen. Also ich denke mal, dass das Wichtigste für die Menschen ist, dass die Musik modern ist. Es hat moderne Elemente, die sie auch erkennen können und auch Elemente, die auch traditionell sind. Und auch die Verbindung zwischen den Tanzpartnern ist auch sehr wichtig. Also dass die Leute. Und die Verbindung zwischen den Tanzpartnern ist auch sehr eng. Ich bin heute auch dem Festivalleiter schon sehr nahe gekommen. Der hört auf den exotischen Namen Sven Püschel-Theisen und der hat mir eine Privatstunde gegeben. Das ist schon der Grundschritt? Ja, also es ist einer von 3 Grundschritten. Es ist einfach nur eine Gewichtsverlagerung von einem Bein aufs andere und das belastete Bein wird durchgedrückt. Und jetzt wechseln wir zu einem anderen Basisschritt. Das ist wirklich ein Schritt und ein Tap. Schritt und Tap, Schritt und Tap. Früher gab es das in der Schuldisco. Die Lady Era. Handy hier hingebackt und dann hat man stundenlang so Stehblues, glaube ich, hieß das oder so. Ich habe keine Ahnung. Schieber, genau. Und dann gibt es noch einen Basisschritt 3, der wird gelaufen. Der ähnelt unserem Disco-Funk. Also mit links, rechts, Tap. Rück, Tap. 1, 3, Tipp. Und jetzt habe ich dich ganz gut unter Kontrolle und kann dich in alle möglichen Richtungen führen. Genau. Zum Beispiel so. Das heißt, so. Es kommt überhaupt nicht darauf an, was ich möchte. Nicht so wirklich. Die Frauen, die genießen das, geführt zu werden. Und die Gentlemen müssen so halbwegs einen Plan haben, was sie tanzen möchten. Jetzt haben wir wieder Abstand zwischeneinander und der Festivalleiter verrät uns aber noch seine Highlights für die nächsten Tage. Bis Sonntag geht das Festival. Ja, also bis Sonntag geht das Festival. Natürlich, morgen ist große Eröffnungsparty. Das wird ein ganz langes Social bis morgen früh 7 Uhr. Am Samstag tritt LG Beatskiller auf. Das ist ein weltberühmter Kizomba- und Coladera-Sänger. Und der wird den Live-Act bestreiten. Und natürlich ganz toll sind am Samstag und am Sonntag die Socials um die Mittagszeit, wo man einfach Social tanzen kann, also mit Partner, während nebenan die Workshops laufen. Und so ein Ticket zum Beispiel heute Abend, Workshop plus Party 20 Euro, das ganze Festivalpaket, dann Party-Ticket 60 Euro für 3 Pubs, die noch kommen. Und eine letzte Frage habe ich noch an den Herrn Festivalleiter. Darf ich bitten? Ach so, natürlich, absolut. Ja. Damenwahl, danke, Jana. Guck mal. Du kuschel dich schön dicht dran da. Na, schön dicht. So, was macht man, um wach zu bleiben und die ganze Nacht durchzutanzen? Man trinkt Kaffee. Jedes Jahr geben die Deutschen etwa 2,5 Milliarden Euro aus für Kaffee. Das ist umgerechnet.